Was ist ein MPLS? Wie funktioniert es und wie können Sie davon profitieren? MPLS, also Multi-Protocol Label Switching, ist eine erstaunliche Technologie und immer noch gute Möglichkeit, Ihre Standorte verlässlich miteinander zu verbinden. Schauen wir uns das mal an. Sagen wir haben hier unseren Kunden mit seinem Standort A mit einem Switch. Es werden ein paar PCs dort angeschlossen und sagen wir zum Beispiel noch ein IP-Telefon. Sie wollen diesen Standort mit Standort B verbinden, der ebenfalls einen Switch hat, mit ein paar PCs verbunden ist und noch eine Telefonanlage besitzt. Diese Standorte sind tausende von Kilometern voneinander entfernt. Wie also verbindet man diese verschiedenen Niederlassungen effizient miteinander? Sie verbinden die Standorte über die MPLS Network Cloud eines Carriers mit einem privaten Tunnel, also Ihrer eigenen Verbindung, die durch diese Cloud geht. Was sind die Kundenvorteile hiervon? Erstens, Schnittstellenunabhängigkeit. Der eine Standort kann möglicherweise mit einer T1-Leitung verbunden sein. Und diese Seite hier drüben, Seite B, betreibt vielleicht eine Glasfaserverbindung Metro Ethernet mit 100 Mbit pro Sekunde oder 1 Gigabit pro Sekunde zu dieser Cloud. Fügen wir hier oben noch eine dritte Seite hinzu, nämlich C, und sagen wir, sie nutzt eine VDSL-Leitung. Das Schöne ist, Sie können alle diese Sites zusammenschalten, damit alle voll vernetzt sind. Diese Cloud ist Ihre eigene Cloud, die Sie individuell einrichten können, so wie Sie es möchten. Stellen Sie sich einfach vor, diese Cloud wäre ein großer alter Switch und Sie könnten alle diese Standorte dadurch verbinden, indem Sie sie an diesen riesigen Switch anschließen und so miteinander kommunizieren lassen. Also, das ist der erste Vorteil von unserem MPLS-Netz. Ich kann jede Art von Verbindung in den jeweiligen Standorten nutzen und zusammenschalten. Die zweite Sache ist, nehmen wir an, dass Sie jetzt eine 1-zu-N-Verbindung haben. Hier hätte ich früher jeweils eine Leitung zwischen meinen Standorten eingekauft. Sagen wir 1 Gigabit pro Sekunde zwischen Standort A und Standort B. Wenn ich nun einen weiteren Standort hinzufügen wollte, muss ich diesen mit Standort A verlinken. Also benötigen wir eine weitere 1 Gigabit-Leitung. Wenn wir nun Traffic von Standort C zu Standort B verschicken, muss dieser über Standort A verschickt werden. Und Sie sehen, was ich meine. Ja, vergessen Sie es. Das ist oldschool. Nun, mit MPLS haben wir die Möglichkeit, alle Standorte in dieser Cloud vollständig miteinander zu vernetzen. Und es ist Ihre eigene Cloud. Sie haben die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass all diese Leute verbunden sind. Oder Sie können mit Ihrem Service Provider sprechen und sagen, naja, ich möchte nur, dass dieser Standort hier mit diesem kommunizieren kann, weil er mit den anderen Sites eben einfach nicht kommunizieren soll. Sehen Sie, was ich meine? Die dritte Sache, die Sie aus Kundenperspektive wirklich als einen großen Vorteil sehen können, ist die Quality of Service. Und das ist das Unterscheidungsmerkmal von MPLS schlechthin. Viele Firmen haben nur Internetverbindungen an jedem ihrer Standorte. Auf diesen verwenden sie dann VPN oder SD-WAN, um ihre Standorte miteinander zu verbinden. Das ist großartig, das ist ein enormer Kostenvorteil für sie. Das einzige Problem ist jedoch, sie erhalten keine Garantie. Kein Quality of Service über ihre Verbindungen, also keine Möglichkeit, Ihre Daten unterschiedlich zu priorisieren und letzten Endes haben Sie keine garantierbare Qualität für Ihre User. Außerdem fügen VPNs Ihren Datenpaketen zusätzliche Header-Informationen hinzu. Viele Header-Informationen. Sie dienen zur Unterstützung der Verschlüsselung von jedem Paket, die zwischen Ihren Standorten ausgetauscht werden. Nicht so toll für Voice over IP. Ist es möglich? Ja. Können Sie das tun? Ja. Werden Sie schlechte Anrufqualität haben? Ja. Wie viel? Das hängt ganz von Ihrem Internet Service Provider und der jeweiligen Internetnutzung zum jeweiligen Zeitpunkt ab. Bei einer Fußball-WM oder wichtigen Ereignissen kann es da schon mal schwierig werden im offenen Internet.
Wenn Sie über eine MPLS-Verbindung gehen, erhalten Sie eine stabile und vorhersehbare Qualität, die Ihnen in einem SLA auch tatsächlich garantiert wird. Das ist dann etwas ganz anderes als ein Best-Effort-Ansatz auf einer Internetleitung, auf der zwar priorisiert wird, aber Sie erhalten nicht die Garantie. Lassen Sie uns nun über Ihren Service Provider sprechen und wie er diese Qualität sicherstellt. Service Provider haben die Möglichkeit, die Datenpakete mit MPLS-Etiketten zu kennzeichnen. Ja, das ist vorstellbar wie eine Versandkiste, die da gerade auf dem Bild hier aufgetaucht ist. Stellen Sie sich vor, etwas zwischen zwei Standorten zu versenden und die Poststelle müsste nun an jedem einzelnen Stopp diese Kiste öffnen, um herauszufinden, wo das Paket hingeschickt werden muss. So ist das bei einem IP-Paket. Es muss jedes Mal an jedem Hop geöffnet werden. Vergessen Sie das. Dauert zu lange. Wäre aber der normale Weg im Internet. MPLS beschleunigt das nun und klebt einfach ein Etikett, also ein Label, auf die Schachtel, welches den Versandweg des Paketes angibt. Das sogenannte MPLS-Label. Wenn es dann von Standort A zu Standort B verschickt wird, müssen sich die Router nur das äußere Etikett ansehen. Sie müssen das Paket also nie öffnen, bis es fertig zugestellt ist. Das Etikett ermöglicht es, dass das Datenpaket sehr effizient, schnell und immer auf demselben Weg durch die Cloud geschickt wird. Und nicht jedes Mal nach dem im Internet üblichen Best-Effort-Ansatz auf unterschiedlichen Wegen und mittels Öffnen und Schließen an jedem Hop durchs Internet geroutet wird. Das ist MPLS und seine Vorteile. Einmal einfach und weniger technisch erklärt. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Gerne stehen wir bei SafeCall Ihnen mit unserem zahlreichen Projekt- und Praxiswissen zur Verfügung. Sie und Ihre Fragen nicht nur zu MPLS, sondern vor allem zu SD-WAN oder SASE sind uns sehr wichtig. Schreiben Sie uns in die Kommentare, senden Sie uns eine Mail. Machen Sie hier unten einen Klick, geben Sie uns Ihren Daumen hoch und werden Sie ein geschätzter Abonnent unseres Kanals. Wir freuen uns sehr über Sie.